Mein Name ist Nicole Jukic und ich bin Singer-Songwriterin und Künstlerin. Verloren in der Zukunft, im Jetzt gar nicht gelebt, dich endlos ausgenutzt, wurde dir irgendwann zu viel. Jetzt stehe ich hier und heule, weil ich's endlich kapier, bitte sag. Ja, wenn man mich fragt, was meine Stärken sind, dann würde ich sagen, auf jeden Fall die Authentizität. Für mich ist es ganz wichtig, das zu leben und zu fühlen, was ich singe. Deswegen schreibe ich meine Songs auch selbst und performe sie dann. Heute weiß ich's besser, möchte nie dein Zurück. Finde in mir selbst das große Glück. Jeder meiner Fehler macht mich schöner denn je. Endlich sehe ich mich, wenn ich in meine Augen sehe. Als zweiten Aspekt würde ich vielleicht sagen, das Live-Musizieren. Denn da habe ich einfach eine unfassbar große Energie und liebe es einfach, mit meiner Band auf der Bühne zu stehen und auch mit dem Publikum zu interagieren. Genau. Wenn ich mich mit anderen Künstlern vergleichen dürfte oder beschreiben könnte, mit wem meine Musik vergleichbar ist, dann würde ich vielleicht sagen, es ist so eine Mischung aus ein bisschen Sarah Connor, ein bisschen Vincent Weiss, natürlich ganz viel ich selbst und eine Prise Soul dazu. Ich danke dir. Für deine Liebe, yeah, 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 ich danke dir für jeden neuen Tag. Ich danke dir. Meine Themen, die ziehe ich mir so aus meinem eigenen Leben heraus. Über Dinge, die ich selber erlebt habe oder manchmal auch nur beobachtet habe. Manchmal verwebt sich das. Es passiert sogar auch, dass ich etwas lese und ja, mich davon inspirieren lasse. Und dementsprechend sind die Themen meiner Songs natürlich die Liebe, ganz klar, aber eben auch der Verlust. Manchmal auch der Verlust seiner selbst, um mich dann im nächsten Song wiederzufinden. Wir sind Freunde fürs Leben, sowas hat's nie gegeben. Wir gehen durch jeden Sturm und haben uns nie verloren. Komm, lass uns überfliegen, jedes Lebensspiel siegen. Zusammen sind wir stark, danke für jeden Tag. Ja, wenn ich meinen Stil beschreiben würde mit einem Wort, das ist vielleicht gar nicht ein Wort, aber ich würde sagen, eine Kategorie wäre das Midlife-Selbsterkundungspop. Meine Reise darf mich gerne noch auf alle Bühnen dieser Welt bringen. Ich freue mich auf jede Chance, die sich mir zeigt und die sich bietet und würde sagen, ich bin bereit. Wir sind Freunde fürs Leben, sowas hat's nie gegeben. Wir gehen durch jeden Sturm und haben uns nie verloren. Komm, lass uns überfliegen, jedes Lebensspiel singen. Zusammen sind wir stark, danke für jeden Tag.